Sommers-Sapedons eigenes Schiff, weißt du? Vor ihrer Beförderung, meine ich. Es heißt, es ist noch vor dem großen Bersten abgestürzt. Stell dir das vor. Philipp ist so eine Laserwaffe. Das wäre ein Anblick gewesen. Ha? Angebot. John, ich verlange ein Update zur Situation auf der Helios. Sir, meine besten Männer arbeiten an der Rückeroberung der Station. Das ist der Chef von Hyperion? Ist er wirklich so ein Barsch, Arsch, wie ich höre? Wer zum Teufel spricht da? Das ist nicht zu sehr. Das ist der 10-jährige Junge, den wir engagiert haben. Sie sind gefeuert, John. Wusstet, was er ist. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür die ist geil, ne, die Waffen. Aber ich kauf mir, glaube ich, trotzdem nicht. Ja, aber ich glaube auch nicht, weil ich ja gleich tun hatte. Boostkit nehme ich gar nicht. Ich würde warten, glaube ich. Wenn wir tun öffnen, dann ein Boostkit. Da geht's. Versuch dich mal ganz schnell zu drehen in der Luft. Ganz oft. Spring hoch und dreh dich so oft du kannst. Versuch dabei trotzdem den Weg zu gehen. Trotzdem den Weg zu gehen. Mir drehst du ja auch nicht, du machst einfach nur so bei mir. Jetzt ist schon wieder einmal ein Tag. Ha? Alter, das war ein richtiger Sniper schon gerade. Ich bin so ein Power, aber hier sind doch keine Leute, die ich töte. Ah, ah. Das muss ich, hast du 6 Schuss abgefeuert? Oder bloß 5? Die ist nicht schlecht, aber ich würde doch eine Boss oder mich nehmen. Sieht nach Boss aus. Paar Geschütze, ich nehme es linke. Dafür macht den irgendwie keinen Schaden. Nein. Ja, geil. Jetzt gehen die Geschütze down, da. Ja. Alter, dieser Scheiß. Oh, Level ab. So, tue ich auch. Da unten nicht was Grünes irgendwie. Achso. So. Skillbaum. Jetzt hab ich das hier. Ich setz kurz die Fähigkeit nochmal an. Oh, das war jetzt unnötig. Der ist am geilsten. Du hast gerade gesagt, bitte stirb. Ja, das sagst du ständig. Du wagst es auf mein Schiff zu kommen, nach all meinen freundlichen Warnungen. Du wirst sterben, auf schreckliche Art. Pass auf dich auf. Lass es nicht. Oh, die Muschelboss sein, ey, wenn hier schon automatisch steht. Ja, wir kämpfen doch gleich locker gegen die Tuse da. Oh, ja, wird ein Boss sein, denke ich mal. Also jetzt hier.
Fertigkeit. Oh, oh, ich bin fast tot. Nein! Ich bin direkt gestorben. Was ist da los? Oh, ich bin hier außerhalb. Ich muss mir unbedingt helfen. Hier kann ich keinen töten. Philipp! Auf den Weg zu dir. Konzentrier dich auf den Schmerz. Andersrum drehen. Ich treffe von hier aus keinen. Ist ja voll unpräzise. Bam, bam. So, Fertigkeit eingesetzt. Hast du dich noch mehr als verhöhnt? Ah, hier komme ich durch, wenn du die nicht tötest. Der ist groß, scheiße. Fuck, ist der fett! Nicht weiter schießen auf ihn! Achso, ne, ist weg. Oh, jetzt habe ich gerade was eingesammelt. Was war das? Es war eine Sniper. 155 Schaden. Was war das? Sniper. Wie viel Schaden? Hier. Ich da. Langsamer zwar, aber ich bin nicht los. Aktivieren gleich die Fähigkeit. Aktiviere sie jetzt. Oh ja, man, ich bin im Krieg. Alter, ich krieg richtig viel Leben dazu, wenn ich jemanden schlag. Zum Beweis öffne ich dir die Tür. Wenn das Kraftfeld fallen soll, musst du in den Maschinenraum. Na gut, Lady. Aber ich beobachte dich. Hör zu, der Bootsmann hält mich praktisch gefangen und zwingt mich, ihn zu unterhalten. Aber jetzt bist du ja da und du siehst aus wie ein typischer Retter. Das ist ein Kammerjäger, also mehr so der typische Arschtreter. Das kommt für mich aufs selbe raus. Vergiss es. Ich will nur Militär-KI besorgen. Perfekt. Ich weiß genau, wo du 1A Militär-KI herkriegst. Komm zu mir. Ich muss dir erst zeigen, wie du die Barriere des Bootsmanns runterfährst. Ich schätze, sie hat was vor. Super. Gut. Ich werde versuchen, dir unterwegs zu helfen. Aber der Bootsmann darf nicht merken, dass wir zusammenarbeiten. Also, schon mal vorab sorry für alles, was ich tun muss. Ich melde mich, wenn du im Maschinenraum bist. Okay. Dann vertrauen wir ihr doch einfach mal. Nee. Vielleicht. Das ist dumm. Oh Mann, ich hab gedacht, da kommt jetzt schon ein Boss. Kommt locker gleich, wir müssen ihn locker besiegen. Doch, er ist voll der Loser, das wäre mega lustig. Ich glaube auch, dass er voll der Loser ist.
Obwohl, naja, von Loser kann er nicht sein, wenn er die andere Truse gefangen hält. Oh, aber endlich mal wieder draußen! Sorry, aber ich muss den Maschinenraum für den Bootsmann verteidigen. Und diese Dahl-Sams sind tough. Fähigkeit. Oh Gott. Nein. Ich krieg dich, nicht runterfallen. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Guck mal, wie spät die an es sehen. Greif mal nicht an. Verdammt. Hast du euch einen Ticken vorher geschossen? Headshot tot. Fähigkeit. Ja! Bitte? Ich hab nur gesagt, jaha! Die ist so krank, die Fähigkeit, ne? Welche? Als Psycho. Weil ich kann quasi nicht sterben. Das ist so wie der Jedi in Star Wars Battlefront. Du kriegst einfach Leben, wenn du Leute tötest. Also wenn du sie triffst. Komm her, hier ist Leben. Der Luft. Da hat mittlerweile nicht mehr nach, weil ich viel Schaden extra mache, wenn ich keine Munition mehr im Kopf habe. Also aber nur mit nicht in den Tarn machen. Bum. Fähigkeit. Also. Ja, ich sag's einfach immer nur an, damit du Bescheid weißt, falls irgendwas passieren könnte. Schild. Oder Schild ist auch gut. So krass, ey, ich kann diese Fähigkeit so verordnen. Meine. Was hat er fallen lassen? Warte. Was ist das denn? Klassenmod. Alter, ich bin gleich tot.
Irgendwas für welche Klasse? Für meine. Also irgendwie für. Also ich habe sie auf jeden Fall benutzt. Aufgenommen oder was? Da steht eigentlich nicht, wofür die ist. Ich verwende fast nie gerade. Ach doch, da. Flag, ja doch, für mich. Ganz oben steht das. Ich verwende fast nie Granaten bis jetzt. Meine ist voll gut, meine Granate. Guck mal. Sicher, dass es hier Gefechts-KI gibt? Diese Piraten-Säcke hören sich immer tatsächlich alle Eier in der Pfanne. Kapiert? Ja. Säcke? Eier? Es heißt, bevor der Bootsmann seinem Wilden wurde, war er ein begnadeter KI-Techniker. Möchte man gar nicht glauben, jetzt wo er so nice, was nehme ich mir denn? Aber was kümmert's dich? Wurdest du nicht gefeuert? 7, wenn ich mit einer Armee von Badass-Robotern auf der Helios einmarschiere, werde ich so sind schnell verunfeuert, dass Tacitus ein beide waren besser als meine. Aus der Visage fliegt. Bring mir meinen KI-Kern. Okay. Oh, das ist ein Jumpfeld. Einlass des Champions! Jetzt gleich kommt ein Bosskampf locker. Haha, locker. Oh, was ist das hier? Ein Klassenmod für Lawbringer, das bist du, oder? 3 ja. Plus 3 Skill-Schnellschuss und plus 2 die glorreichen 6. Okay. Was? Ach, der oben geil. Das Ding hier ist auch cool. Aber ich kaufe mir das nicht. Aber das solltest du dir kaufen, den Klassenmod da. Ja. Ja, komm mal, er fliegt hier schon rum. Ah ne, das ist ja gar nicht. Nun, zu mir versperrt, indem wir den Hauptenergiekern im Maschinenraum rausnehmen. Das wird die Hauptsysteme der Drakensburg durcheinander bringen. Ich sage dir heimlich, was zu tun ist und aktualisiere gegebenenfalls dein Echo, aber der Bootsmann wird haufenweise Männer auf dich hetzen. Leider sieht meine Programmierung keine passende Macho-Antwort auf deine Aussage vor. Geh zuerst zum Steuerpult für die Triebwerke und stell die Maschinen auf maximalen Schub. Also Philipp, Fähigkeit. 100% mehr Alter, die ist ja krass, die Schrot. Alter, das ist so mega, das Ding hier. Weißt du, was ich übrigens jetzt erst gecheckt habe? Dass dieser Skill, den ich habe, sich an Skills von den Borderlands-Charakteren anlehnen. Alle. Das Geschütz ist von Roland, dann gibt's den Psycho, dann gibt's den Berserker, die Sirene. Ja, natürlich. Das erste, was ich gemacht habe, als du tot warst, ist dich gesucht und dahin gelaufen. Alter, gleich gibt's Fähigkeit. 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 Alter, was ist das denn für ein geiler Bot? Was Grünes fallen lassen. Ich weiß noch nicht, wo es ist. Da. Das ist so ein Mondstein-Ding. Laserfeuerrate? Laserladegeschwindigkeit? Ich wackel. Oder wackelt das ganze Ding? Bitte? Ich wackel irgendwie. Oder wackelt hier alles? Nein. Ich bin gerade voll. Philipp, wackelt hier alles? Ja, hier wackelt alles. Okay. Ich war gerade so schön oben. Ne?